Elektro bringt kein Geld. Also überhaupt kein Geld. Und häckseln können wir noch nicht, weil wir haben noch keine BGA. Von daher ist Stroh einfach nur überflüssig. Ja, vielleicht früher oder später, wenn man die Kühe hat, dann kann man da was verwenden, aber das haben wir ja auch nicht. Von daher, wie gesagt, ist das einfach nur überflüssig gerade. Leo, du hast den Kurs auf 1 gespeichert. Wie tue ich den dann aufrufen? Du müsst das verbesserte oder das erweiterte Menü aufrufen, ne? Ja, hab ich. Und dann hast du ja oben links diese zwei Disketten, die mit dem Pfeil nach unten und nach oben zeigen. Ja. So, dann musst du dort die 1 auswählen, also mit Plus, Minus kannst du da zwischen die ist schon. Die 1 und dann kannst du mit der Diskette, die nach unten zeigt, also mit dem Pfeil nach unten, da steht Kurs laden. Damit kannst du den Kurs dann laden. Ah, okay. Was ist bei mir los, wenn keine Striche angezeigt werden? Hast du sie vielleicht ausgeschaltet? Nee, die sind an. Gib sie mal hoch. Durch F5 gedrückt. Achso, F5 gedrückt? Der lebe von uns. Dankeschön, sehr cool. Heb sie mal hoch. Jetzt sind sie an. Ich korrigiere das mal hier, mach das gerade. Dann haben wir das. Das ist die Klettenberg Version 1.1, glaube ich. Bin ich nicht sicher. 1.1, glaube ich. Ohne Dingsbums. Ohne Sollmod. Oh, das ist gut. Das ist cool. Das wird gleich wieder ein sehr geiles Bild werden. Mit den Dreschern. So viele Drescher, 3 Drescher auf dem Feld. Das war vorhin schon sehr cool, wo wir hintereinander gefahren sind. Kann dann ja umleuchten, kannst ausmachen. Hallo. Ich weiß noch nicht, wie lange das Stream dauert, kann ich nicht sagen. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Argo, soll ich nochmal hoch? Weil auf der einen Seite da oben haben wir noch zu wenig Vorgewände, oder? Dreimal lang, oder nicht? Ja, dreimal. Geht sich aber aus. Dann der Jan, der kann ja noch einmal mehr lang ziehen halt. Komm. Das hier dann nochmal gerade gemacht. Irgendwie haut das mit seinem GPS-Kurs da nicht hin. Markus, wie viele Arbeitsmeter hast du? Arbeitsbreite? Ich sitze nicht im Drescher. Wer hat denn da vorne? Jan? Ich. Wie viele Meter hast du? Arbeitsbreite? 6,6. Okay. Oder hattest du ihn hier unten noch nicht richtig eingestellt eben? Doch. Doch, ich bin einfach die Linie hochgefahren, also so. Ja, dann kann das angeln. Ich habe das eben gerade gezogen, das geht jetzt. Ja, ich hätte es nachher gemacht, dankeschön. Wenn ich einen Durchbruch hier... sinnvoll gewesen? Mit 3 Mann geht das doch eigentlich schnell, oder meinst du nicht? Ja. Jan, du musst unten ansetzen. Achso. Mach's. Ich wollte gerade sagen, was machst du? Ich hab gedacht, wir fahren dann die Reihe wieder zurück. Deswegen habe ich 2 Reihen freigelassen. Könnte man eigentlich auch, aber... Argo? Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wenn ihr so so fahren könnt, dass der Kontakt nicht so voll wird, ne? Also dass ihr mehrere Bahnen ziehen könnt. Fahrt ihr trotzdem so, wie wir das hier machen, oder fahrt ihr dann einfach rauf und runter? Auch so, dass das Rohr in den Feld hinanzeigt, quasi. Weißt du, was ich meine? Rauf und runter. Ja, aber je nach Feldgröße, ne? Ja, natürlich, wenn du am Ende eigentlich, wenn ich alleine am Dreschen bin und auf dem Feld bin, fahre ich immer hin und her. So, also einfach die Spur Bahn wechseln, immer hin und zurück quasi, ne? Ja, ja. Okay. Moin, fahren wir jetzt wieder ans andere Ende, oder? Genau. Ja. Also immer im Kreis praktisch. Ja, genau, dass das Rohr immer außen ist. Leitwerk ausmachen, rumfahren, bist du relativ schnell rum. Jo. Mit 3 Drescher ist er der schnell weg hier.
Genau gereicht. Ja, was stehen gelassen. Ja. Na, irgendwann muss unser Timing ja mal besser werden, Leo. Oh, ob das passt? Ich lass mich ein bisschen fahren. Ja, so ist gut. Du bist voll. Yo. Das ist jetzt irgendwie blöd. Jetzt habe ich so komische gelbe Streifen, weil der Leo das Licht an hat, aber wenn ich F5 drücke, sind meine anderen Streifen weg. Ja. Ich habe das Licht ausgemacht. F5 drücken ist eine schlechte Idee, wenn du mit GPS arbeiten möchtest. Das ist eine sehr schlechte Idee. Da musst du immer in irgendeinem gewissen Modus bleiben, sonst werden dir die Striche nicht angezeigt. Session ist so spaßig. Mit wie viel FPS fahrt ihr? 60. Fahrt wieder nicht. Ja, ich habe auch 60. Hunzelgnum TV. Oh Gottes Willen, ihr wollt mich kaputt machen heute. Dankeschön. Sehr cool. Argo, darf ich bei euch anfangen? Hast du gesehen, wie ich das professionell gemacht habe? Ohne Kommunikation? Ja, Wahnsinn. Ja. Hat er gewusst, I was begeistert, was I. Quatsch. Nein, nur Quatsch. Hi, ja, Markus. Hi, ja. Oh Mann, bei mir bleibt da immer was stehen. Ja, bei Leo auch. Nee, nee. Absoluter Quatsch. Fürs Wild. Ach so, dass die nicht verhungern. Mhm. Gleich voll. ETS, ja. Ab und zu mal, aber ATS eher weniger. Das macht dann eher der Kollege Boxfresh. Hat er mal zumindest mal. Ein paar Mal versucht. Willst du vielleicht Platz machen, Jan? Sodass ich vorbeifahren kann? Ja, reicht das? Reicht, nee, komm, zieh. Das reicht. Das Gute ist, ich bin ja gleich selbst voll. Also ETS oder ATS zu streamen ist schon sehr leistungsintensiv. Keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Aber Box hat sich ja eine Elgato Pro gekauft. Vielleicht hat er das ja früher oder später mal vor, das richtig zu machen. Ja, dann brauche ich einen zweiten PC, sonst bringt das nichts. Du kannst auf der Elgato direkt erinnern und hochladen. Das geht. Die haben eigene Software dafür. Okay. Das ist schon richtig, zieht trotzdem Performance. Schaffst du alles vollends? Mag sein. Ich muss wahrscheinlich da gleich korrigieren. Ein bisschen. Kurz mal was, aber dann geht es schon. Die. Oh, ruckel des Todes! Autosave wahrscheinlich, ja. So, wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Du drückst auf dieses kleine Feld da vorne? Ah ja. Okay. Ja, ansonsten bräuchte ich hier noch Unterstützung. Ja. Nö, dann fahren wir gleich einfach zu auf das Feld da. Doch, ratzfatz erledigt dann. Ach, ich schon. Oh nein. Das ist aber echt gut gemacht. Sobald ich
das Mähwerk einschalte und der auf Drehzahlen kommt, dass schwarzer Rauch rauskommt. Ja, der Mod ist super. Also ich finde den richtig gut. Hier machen wir ohne GPS, ne? Wir fahren einfach im Kreis. Ja. Das, so schnell wie wir hier fertig sind, dauert das länger, den GPS-Kurs zu verteilen und einzustellen. Es wurde vorhin mal gefragt, ne? Ich habe da leider nicht sofort drauf eingehen können, ob wir früher oder später auch Glasfahrzeuge mit reinnehmen wollen. Ich denke schon, also vom Prinzip her gibt es ja diesen Mittelklasse von Glas, der Arion, oder ist da keine Mittelklasse? Der Arion ist der kleinste, der Axion ist die Mittelklasse. Der Axion? Der Axion ist der nächstgrößere. Der Axion echt als Mittelklasse? Ja, Der Arion ist der kleinste. Weil der Axion, der 59er, den fand ich nicht unbedingt klein. Aber okay. Okay, ich danke schön. Ja, wenn es früher nicht geht, geht es früher nicht, ne? Kann man nichts machen. Ich werde vielleicht auch demnächst mal etwas später anfangen, je nachdem halt. Muss ich mal gucken. Weil, die meisten halt um diese Uhrzeit noch irgendwie arbeiten oder gerade nach Hause kommen und so eine Scherze. Vielleicht starten wir das Ganze etwas später demnächst. Aber ein Nachteil ist dann halt auch, dass einige dann halt weniger mitspielen können, weil sie halt um 8 Uhr schon abhauen oder kurz nach 8. Ich will hier keine Namen nennen. Ja, wunderst dich gerade, warum ich noch da bin, ne? Nee, ich wundere mich nicht, ich freue mich. Frau hat heute Freigang. Oh ne, er schreit da schon im Hintergrund, aber ich habe sie erst in die Badewanne geschickt. Ja, nicht das Kombusch und der Rückenschrubben. Scheiße, ich brauche eine Badewanne. Dann bin ich natürlich sofort raus. Er hat gesagt, die Müffel, die muss erstmal in die Wanne. Was? Arion 650, ja, genau an sowas denke ich da, genau. Aber ich hatte mal einen getestet, aber der war, minimal verbuggt und hat nur 0 Euro gekostet. War nicht so toll. Aber da gibt's, gibt schon bestimmt sehr, sehr coole Mods. Nimm das nächste Feld, Leo. Ich nehm das nächste Feld. Okay. Standbild, ruckel. Ich weiß nicht. So. Noch ein bisschen. Ich denke, wir werden die Ernte komplett fertig machen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch lustig sind, noch ein bisschen mehr so zu machen. Aber viel breiter dürfen die Schneidwerke auch nicht sein, ne? Ja, sonst kommst du auf die 54 gar nicht mehr drauf. Ja. Nee, aber ist doch cool so, wenn man dann zu zweit, zu dritt auf dem Feld. Ist doch schön. Ja. Ja, macht Laune. Das 10 Meter Schneidwerk, das passt doch noch gut ran. Nee. Ja, ja. Keine Chance, Argo. Das hast du von der Enz, nicht von der Enz.